Hallo liebe Fans des LS Simulators und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Wilhelmina. Riesenprojekt, was ich da vorhabe. In der ersten Folge, wenn ihr es gesehen habt, habt ihr schon einige Details hören können, was ich hier vorhabe. Und ja, es geht nochmal weiter mit Bäume fällen, wer hat's gedacht. So, da gehen wir mal schauen. Das ganze Gestrüpp, ja. Jetzt können wir es immer machen, jetzt haben wir die ersten Bäume mal verkauft. Schauen wir mal, ob es was hilft. Ne, malen, Gras. Da unter die Brücken geht es halt nicht. Das war klar. Gut, gucken wir mal. Naja, aha, so viel Gebüschwerk ist ja da vorne gar nicht. Aber ja, okay. Gut, dann versuchen wir es den nächsten. Um zu fällen. Das ist aber fällt richtig. Baumstumpf gleich weg. Habe ich keinen Bock. Was mir der irgendwann stört, ist der alle weg. Funktioniert gar nicht schlecht. Na bitte. Davon sind noch ein paar oben. So, perfekt. Sind zumindest der Eingang schon etwas freier. Ah, schau, da haben wir auch nochmal die Anzeige. Bleib nehmen. Super. Die 5 Meter. Was unser Rückewagen aufheben kann oder beziehungsweise transportieren kann von der Länge her. Zweimal. Wo ist der dritte Schnitt? Da. Das heißt, da könnte ich eigentlich eh schön mit dem Traktor noch kommen. Aber fährt einmal. Haben wir da nochmal einen Schnitt. Falsche Richtung, darüber. Seil nehmen. Und na, im Prinzip einmal hier angehangen. Sollte das auch. Na, hilft mir noch nichts. Nämlich noch überhaupt nichts. Achso, warte mal. Ha! Nein, das habe ich nicht wollen. Kacke. Das habe ich jetzt echt nicht wollen. Kann ich kann ich wieder nicht da. Also, ne. So. So wieder aufnehmen. So ist ja das gewesen. Steht da wieder so beschissen, ne? Na bitte. Zumindest mal der ist frei. Wenn ich mit dir jetzt ein Stück viel vor, wirst du den noch mit anhängen können. Stecken, genau. Und jetzt. Von hier. Nein! Jetzt ist gerade ums Ohr schlägt nicht aus. Ich glaube, ich bin. Ha? Ach, Menno. Schauen wir mal, ob so wenigstens funktioniert. Ich hoffe halt mal. Ja, genau so. Genau so. Kann ich die noch ein bisschen näher ansehen? Geht das? Geht das? Opa, langsam. Flieg's mir auch nicht auf. Nochmal haltet das die Salve in den Rückgas. Gut. Weiter geht's.
die zweimal vorne ablegen. Und dann holen wir uns den Rest. Hoffen wir halt einmal, dass es auch so funktioniert, wie ich will. Der Baum geht stumpf, geht mir jetzt gewaltig auf den Zeiger. Seilwinde senken, ne, Seilwinde steuern. Ja, war außer dass ich jetzt ein bisschen mehr Seil noch geben könnte. Aber im Endeffekt hilft mir das gerade nicht so richtig. Vor allem nicht so, wie ich das gerade haben wollte. Schade, 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 Limonade. Außer. Na bitte. Das reicht schon. Super. Weiter geht's, weiter geht's. Dip, drü, dip, drü. Ich werde definitiv für euch mal ein paar Folgen nicht aufnehmen, aber ohne Aufnahme mal ein paar Bäume fällen und verkaufen. Und weil das wird langsam uninteressant für euch, kann ich mir auch vorstellen. Mir würde es auch nicht interessieren, wenn ich zuschauen müsste. Nee. Wieso hat der da nicht vorbei? Na super, jetzt. Macht nichts. Hauptsache hat ihn. Gut. Trennen. Senken wir da. Ziehen den Burschen dazu. Na bitte. Hätte ja fast der Wald auch weiter werden können. Die Betonung liegt ja fast. Zip. Kann ich von da. Boah, die Funkfernbedienung ist ja ein Traum. Ja, Alter, perfekt. Schaut ihr das an? Schaut ihr das gelernt? Ja, passt. Hat denn der noch die 5 Meter? Opa, opa, opa. Da immer. Aha, gut. Der ist schon leicht genug. Ich bin ein kräftiger Bursch. Zack. Genau die 5 Meter. So, da. Jetzt wird es erst interessant, ob das alles funktioniert. Von da nach da. Von da da. Keine Ahnung. Zu dir. Von dir. Daher. Maximale Anzahl. Scheiße. So war es nicht geplant. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nehmen wir den dicken Pelz mit. Noch ein wenig ran. Jupp. Supi. Und los geht's. Ob das funktioniert, hey. Boah, das funktioniert. Hopp, hopp, hopp. Ruhig bleiben. Ruhig, Kleiner. So, 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 so. Wop. Ich da so das wahrscheinlich nicht im Zubi bringen. Es war wieder klar, dass er das nicht. Ja, so macht das. Perfekt. Und schon wieder abgelöst. Dann nehmen wir noch einen Baum. Müsste ja nochmal leicht Platz haben dann. Dann schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Nächste Folge wird ganz sicher so werden, dass ich die nicht aufnehmen werde. Aber ich werde genau mitschreiben, wie viel Bäume ich gefällt habe, beziehungsweise was ich damit verdient habe. Dass ihr da ein bisschen zumindest einen Überblick habt.
wie und was passiert ist. Fahren wir jetzt da mal nur kerzengerade hinein oder machen wir seitlich auch mal was? Interessant wäre halt seitlich auch irgendwann, gell? Aber ich muss die jetzt, wenn dann da oben schneiden, dass du mir auch hoffentlich in die richtige Richtung fährst. Genau so. Genau so und nicht anders. Brave Schatzi. Ups. Boah, da hinten wird es wieder mehr Gebüsch weg. Nichts lustig. War dann da die 5 Meter. Opa. Nice. Hoppala. Schon wieder fast weit. Da die 5 Meter. Meter. 5 Meter. Und dann sehe ich ihn noch. Jip, 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 jip. Probieren wir gleich den da hinten. Nö, das wird ja nicht funktionieren. Aber ist mir egal. Vielleicht mag ich es wenigstens alles ein bisschen weiter aufziehen. Na bitte. Funktioniert gar nicht so schlecht. Ein bisschen ziehen wir es, ne? Ja, viel mehr geht nicht. Aber jetzt bin ich schon ziemlich am Ende. Wie macht man? Ich nehme die mit. Und von dir. Das ist wieder zu weit auseinander. Ziehen wir die halt mal ein bisschen so wieder. Und jetzt funktioniert es ganz sicher. Das heißt von da zu dir um. Ach so, gar nichts. Warum sonst? Weil jetzt gehst du die Alokas. Na bitte. Genau so wie ich sie haben will. Aber ich hole mir echt da trotzdem. Also bist du nur mehr du. Na bitte. Zeig mir dir so noch auf. Wenn der da an dem vorbeischlüpft. Alter, geil. Hahaha. Supi, supi. Dann da sparen wir uns einiges. Und so. Und im Betrag bitte walten Sie Ihres Amtes. Ah, der hat da jetzt schon gewaltig zum Kämpfen. Ey. Wahnsinn. Ja, ist auch klar, schaut euch die fetten Stämme an. Wahnsinn. Was ist denn? Packt jetzt einer? Na? Ja, so einfach sind die Blechen sicher nicht, das ist mir bewusst. Der schaltet schon wieder permanent, ist er nur im Schalten. Von der zweiten auf dritte. Oder sonst wohin. Wo packt's denn jetzt? Jetzt scheitert's an dem Blödsinn da schon. Warte mal, wie war jetzt mit lokaler als Heilgeben? M. Okay. Dann lassen wir mal ein bisschen Seil da. Ah, ist super. Funktioniert. Achso, mit Steuerung hätte ich drücken müssen. Haha, gut. Steuerung und dem Drück. Lass da eh ein bisschen noch. Genau. Und mit K. Steuerung K, wie das wieder zubeziehen. Genau. Okay. Das ist auch verstanden. Die Vorschläge natürlich könnt ihr mir jederzeit in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Wenn sich einer für mich auch interessiert hier zu mithelfen. Oder beziehungsweise Vorschläge bringen, was ich besser machen kann. Oder deresgleichen.
bin ich für jeden Ratschlag offen. So ist nicht. Dann geht es hier nicht mehr. Dann schauen wir noch den einen Stamm holen. Und dann fahren wir mal wieder weg. Das gute Holz. Jetzt haben wir dann, glaube ich, schon zwei oder drei. Warte mal. Zwei. Ich glaube, das war jetzt der dritte Baum. Ja, die Baumstümpfe eventuell lassen sollen, aber. Und da die Sägen, wie voll ich schon geschmissen habe. Ist egal. So, stopp. Und jetzt haben wir da hin, diese. Ah, der ist schon so gering. Super. Also, das ist nochmal das kleine Stickel. Mehr ist er dann nicht mehr. Noch abasten. Jups. So, wie. So, wie schaut das aus? Was haben wir da? Die 5 Meter. Wow. Boah, der hat da noch 4,7 Meter. Wow. Respekt. Also da kann man sagen, was man will, 5 Meter abgeschnitten. Und es sind gerade einmal nur ein paar Zentimeter, was fehlen. So da. Steuern kann noch ein bisschen ranziehen, die Stämme. Genau. Und los geht's. Au, da war ja auch noch was, gell? Das werden wir mitnehmen. Bisschen Kohle bringt's auch. Auch wenn es nichts Besonderes ist. Zip. Einmal da. Passt. Dann nehmen wir den kleinen letztes Stückchen auch noch mit. Ja, genau. Was ist denn jetzt? Irgendein Blödsinn packt schon wieder, dass die Hälfte reicht. Da über die Brücke nicht drüber kommt. Aber lost locker geht's. Ich will jetzt aber anziehen, weil sonst fliegen sie mich auch noch von der Brücke. 1, 2, 3, 4, passt. Dann haben wir alle. Yes, das war fast zu nah. Gut. Ja, gleich da oben herkramp, fertig. Da haben wir uns nichts mehr an. Z. Dann wieder Seilwinde hier mal abstellen. Säule weg, Hydraulik weg und weiter geht's. Wo ist der Hänger? Da vorne. Weiter dann verkehrt rum ranfahren, automatisch aufladen und verkaufen. Wenn du es nicht gewohnt bist, dass du manuell ankoppeln musst, glaub's mir, das ist ein Scheiß. Hallo. Ja, Objekte zu schwer, das ist mir bewusst. Ich will es auch nicht anheim. Was mit die Schleich anhängen? Wie schaut denn das aus da? Die hängen da ja noch runter. Na bitte. Geht doch. Weil sonst wird da nicht viel funktionieren. Hm. Sein Depp hat da den Hänger so eng zu gepackt. Passt ja genau. Die vordersten sind die dicksten. Wow. Bisschen ausfahren. So da. Noch die falsche Taste. Laden starten, also umschalten, nicht steuern. Hm. Naja. Das wird knapp. Okay. Ist doch schon alles, was Platz hat. Alter Schwede. Ja, so klein ist das nicht. Und vom Gewicht her braucht man gar nicht rein anfangen. Das ist ja Wahnsinn.
Zoo Club. Wir hatten ja bei der ersten Lieferung, was wir weggebracht haben, haben wir 3.100, glaube ich, bekommen. Ja, 3.110, so, na, 3.310, sowas. Und die 10 war ich ja schon im Minus. Deshalb waren wir auf gerade Stelle. Jetzt 3.231 durch das ganze Gebüsch weg entfernen. Schauen wir mal nach, was diese Lieferung jetzt bringt. Auf jeden Fall mal mehr. Wir haben auch viel mehr geladen als bei der ersten Fuhr. So, das sind wir sozial. Können wir Blinker setzen? Wer macht das heutzutage schon? Immer weniger. Je nachdem, vom Traktor, im Gegensatz zum Auto. Beim Traktor schaltet sich der Blinker nicht automatisch zurück. Bei der Einlenkung. Keine Ahnung, ob es überhaupt bei die neueren Trecker so ist. Aber bei die etwas älteren funktioniert es mal nicht. So, 3, 2, 1, zapp. Oh ja, okay. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. 5, 4, okay. Wenn man so nimmt, die restlichen Baumstämme, was nach unten liegen, zusammengerechnet komme ich dann mindestens auf 6.000 drauf. Okay, also das Doppelte wie vorher. Kann sich sehen lassen. Aber das war's mal wieder von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Kostenloses Abo, damit ihr die weiteren Folgen mitbekommt, wenn ich sie hochlade. Und somit sehen wir uns dann das nächste Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.